Es regnet, liebe Zuschauer. Das Wetter spielt nicht so richtig mit. Und trotzdem, herzlich willkommen zu dieser Partie. Am Mikrofon ist wieder das gewohnte Kommentatorenteam Wolf Fuß und Frank Buschmann. Und wir übertragen Ihnen heute ein Spiel vom ersten Spieltag der Bundesliga. Das dürfte richtig hochklassig werden. Jetzt geht sie also endlich wieder los, die Liga. Spieltag 1. Beide Mannschaften haben eine lange Vorbereitung hinter sich. Und auch die Fans erwarten diese Punktspiele. Es kribbelt, keine Frage, Wolf. Endlich geht's rein in die neue Saison. Wo siehst du heute ihren taktischen Schwerpunkt, Buschi? Ja, Wolf. Also ich glaube, sie werden wieder diesen unglaublichen Druck aufbauen. Sie werden es wieder mit Vorchecking versuchen. Und wenn man das so gut drauf hat, dann ist das eine vielversprechende Strategie. Der VfL Osnabrück entscheidet sich heute für diese Aufstellung. Und dann gucken wir uns noch kurz die Gegenseite an, Buschi. Auch hier sehen wir eine sehr offensive Ausrichtung, auch wenn da 4-5-1 steht. Anstoß für den 1. FC Köln. Jetzt haben sie den Ball. Sieht vielversprechend aus. Oh, und jetzt der Zug nach innen. Weiter diese Szene. Immer noch Gefahr. Gefährlich! Es gibt Einwurf. Der Ball ist im Aus. Klasse Pass! Sehr guter Einsatz. Sie erhalten den Einwurf. Louis Cook. Er könnte hier heute eine Schlüsselrolle einnehmen. Mal sehen, ob er sich auch heute wieder in Torlaune zeigt. So wie zuletzt mit seinem Doppelpack. Sie verlieren den Ball. Macht er gut. Super Aktion. Das ist die Balleroberung. Unwiderstehlich. Da ist der Treffer. Tor Nummer 1 also in diesem Spiel. Früh setzen sie hier ein Zeichen. So kann es weitergehen. Normalerweise macht er seine Tore lieber mit dem anderen Fuß. Stimmt, Wolf, aber er hat hier vollkommen richtig entschieden. Er hat es mit dem Schwächeren gemacht. Er kann bislang wirklich zufrieden sein mit dieser Partie. Der Führungstreffer, da ist er. Und jetzt sieht es natürlich richtig gut aus für seine Mannschaft. Sie sind jetzt also in Führung. 1-0. Champon. Jetzt ist es gefährlich. Super gelöst. Den Ball hat er. Und Köln hier mit dem Ball gewinnen. Couffré. Der FC hier in der Vorwärtsbewegung. Abwehr muss aufpassen. Weiter die Kölner. Na, jetzt müssen sie aufpassen. Klasse Pass. Ist natürlich mutig, jetzt von da zu versuchen. Ja, aber das findet der Trainer überhaupt nicht witzig. Da müssen sie mehr rausmachen. Sieht gefährlich aus. Schönes Zuspiel hier.
Jetzt die Flanke. Gefahr erstmal bereinigt nach dieser Hereingabe. Ahnt hier diesen Pass. Weg ist der Ball. Chance zum Konter jetzt. Der Konter wird abgefangen. So, Gefahr bereinigt. Ball ist weg. Aus so einer Konterchance müssen sie eigentlich mehr machen. Musonda. Wird das seine Torchance? Ball kommt in die Mitte. Gut dazwischen gegangen. Im eigenen 16er. Kann er was draus machen? Ja, das sieht gut aus. Und jetzt der Schuss. Sie haben diese Partie jetzt doch mehr oder weniger im Griff. Sieht im Moment gut aus und das Tor gibt natürlich zusätzlich Selbstvertrauen. Die Wiederholung dieses Tores schauen wir uns gerne nochmal an. Die Flanke war lang unterwegs, aber auch sehr gut reingebracht. Und da fällt der Abschluss leicht. Klasse gemacht. So, da hat die Abwehr schlicht und ergreifend keine Chance. Nee, Zuschauen ist angesagt. Klasse vorbereitet der Treffer. Spielstand 2-0. Im Moment läuft es natürlich für sie. Musonda. Birger Verstrate. Jetzt können sie vielleicht kontern. Na, da machen sie zu wenig aus der Konterchance. Ball ist weg. Guter Pass. Was macht er draus? Er versucht. Kein weiteres Tor für ihn. Also zumindest in der Szene nicht. Und so langsam entwickelt sich ein Duell zwischen dem Spieler und dem Torwart. Letzterer diesmal mit dem besseren Ende. Ja, nimmt sich einfach mal ein Herz. Schuss aus der Distanz, aber keine große Torgefahr. Nee, das war dann am Ende doch zu unpräzise. Da hat eine Menge gefehlt. Gefährlich. Gute Flanke. Kein Tor. Da blocken sie den Ball gerade noch ab. Weg ist der Ball. Macht er gut. Jetzt vielleicht die Flanke. Das ist die Chance. Das macht der Torwart gut. Den Ball hat er. Sie kommen über den Flügel. Jetzt kann er die Flanke bringen. Da zieht er ab. Den Ball entschärft er ganz locker. Super gespielt. Macht er mit der Hacke. Da ist er drin. Ein tolles Tor. Jetzt sehen wir den Treffer nochmal. Und da hat er sich gut durchgesetzt. Klasse gemacht. Und der Druck trifft er hier. Und da hat er auch nicht viel Platz gebraucht, um zum Abschluss zu kommen. Da haben wir jetzt einen weiteren Gegentreffer für Sie. Und jetzt können Sie wohl nur noch ein Ziel haben. Genau, und das heißt Schadensbegrenzung. Irgendwie müssen Sie den Fuß wieder reinbekommen in dieses Spiel, damit es nicht noch übler ausgeht. Ganz entspannte Mienen auch am Spielfeldrand. Die deutliche Führung. Er weiß, das müsste es in dieser Partie eigentlich sein. Und diese Führung ist doch mehr als deutlich. Klasse Aktion.
ahnt hier diesen Pass. Weg ist der Ball. Ja, könnte was werden. Schmitz. Birger Verstrate. Frank Aschampong. Der FC hier in der Vorwärtsbewegung. Die Kugel ist weg, er kommt nicht vorbei. Das könnte die Gelegenheit geben. Der muss da drin sein. Sicher vom Torwart. Gut gemacht. Kann er was draus machen? Das war Pech, das ist Abseits. Richtig enge Kiste, aber auch richtig entschieden. Abseits. Sie brauchen natürlich den Ball, so wird das hier nichts mehr. Die Fans sind unzufrieden. Balleroberung, ja, da sieht man die Übersicht, dieses Spielverständnis. Louis Cook. Sie versuchen es mit dem hohen Zuspiel. Was macht er draus? Und der Angriff ist wohl erstmal vorbei. Ah, klasse geklärt. Und wenn sie nicht aufpassen, dann wird das hier eine ganz bittere Nummer. Es steht schon 3:0. Also, der macht hier bislang einen richtig guten Eindruck. Der macht da vorne im Sturm mächtig Alarm und einmal hat der Ball ja auch schon gepasst. Na, jetzt müssen sie aufpassen. Klar, es sind noch 45 Minuten zu gehen, aber sie waren so überlegen in der ersten Hälfte. Das müssten sie eigentlich packen. Gute Aktion. Den hält er völlig ohne Probleme. Die Ecke kommt rein. Da sind sie immer noch sehr gefährlich. Achtung jetzt. Sieht gefährlich aus. Na, jetzt müssen sie aufpassen. Und da geht der Ball vom Pfosten ins Aus. Das Warten auf seine Entscheidung hat ein Ende. Demnächst läuft er für den FC Liverpool auf. Es ist wichtig, dass er jetzt Klarheit hat. Für den Spieler ist es sonst eine sehr unangenehme Situation. Er pfeift das Foul nicht ab, sondern gibt Vorteil. Sehr gut gemacht vom Unparteiischen. Kein Zweifel, das ist Freistoß. So, er wird den Ball reinbringen und was kann daraus entstehen? Macht er gut. Ganz souverän hier vom Torhüter. Der Pass kommt an, da ist er heute extrem sicher. Das könnte was werden. Hereingabe in die Mitte. Aber hier kommt kein Mitspieler dran. Da haben sie Platz. Jetzt vielleicht der Konter. Musonda. Frank Aschampong. Gut gearbeitet. Er hat den Ball. Klasse Pass. Klasse Pass. Er ist zur Stelle. Schöne Aktion.
Ecke kommt. Aus dem Angriff haben sie nichts gemacht. Es geht den Abschluss weiter. So, und jetzt sind hier noch 30 Minuten zu haben. Absolvieren. Cossiello. Die Gäste werden wechseln. Schön, wie sie da die Offensive unterstützen. Ja, da ist Platz jetzt. Die Hereingabe jetzt ins Zentrum. Abgeblockt. Macht er gut hier. Klasse aufgepasst. Da wäre jetzt viel Platz für einen Konter. Sie bringen den hohen Ball. Jetzt ist der Platz da. Was für eine Parade. Aus dieser Distanz. Starke Szene. Da wissen Sie, bei wem Sie sich bedanken müssen. Jetzt die Ecke. Die Kopfballchance, aber das ist natürlich schwach. Ja, ärgert ihn auch, sieht man. Vielleicht wollte er da am Ende zu viel, das war vom Timing nichts. Gefährlich. Jetzt gibt es hier vielleicht die Chance. Klasse aufgepasst vom Torwart. Und das gibt schon wieder Ecke. Ecke in den Strafraum. Klasse Versuch hier nach dem Eckball. Der war fast drin. Da hat nicht viel gefehlt. Gute Aktion. Verlieren den Ball. Der geht nicht rein, jetzt vielleicht. Noch sind hier 20 Minuten zu absolvieren. Jetzt ist es gefährlich. Er schießt. Er trifft den Pfosten. Fast Ecke, aber der Ball geht wohl zum Einwurf raus. Ja. Chance zur Flanke jetzt. Ball kam gut, aber erstmal ist die Gefahr bereinigt. Und wieder gibt's eine Ecke. Also über mangelnden Support der Fans kann sich hier heute... Jetzt schießt er! Der Schuss war nicht gut, kein Problem für ihn. Louis Cook. Musonda. Klasse Pass. Macht er ihn. Den Ball hält er fest. Gut. Aktion. Ich sehe Bewegung auf der Bank. Es gibt gleich den Wechsel. Guter Vorstoß da jetzt. Schiedsrichter lässt laufen. Vorteil. Vielleicht können Sie das jetzt nutzen. Und das gibt Abstoß. Da ist die Flanke ins Zentrum. Klasse abgefangen, die Flanke. Da musste der Torwart aber auch hin. Ballverlust. Macht er gut. Guter Vorstoß jetzt.
Und das ist ein Ball für den Torhüter, gar kein Problem. Weg ist der Ball. Klasse, wie er das macht. Holt sich den Ball. So passiv wie die... Guter Pass. Das macht er gut. Er pariert, aber der Ball bleibt im Spiel. Na, jetzt müssen sie aufpassen. Was macht er draus? Kann er was draus machen? Super Tackling. Louis Cook. Musonda. Ich muss ganz offen sagen, mich überrascht dieser Zwischenstand noch immer ein bisschen. Ich hätte gedacht, dass es ausgeglichener zugeht. Ja, aber so kann es gehen. Es gibt manchmal diese Spiele, da gelingt einem Team alles, dem anderen nichts. Das ist heute so. Die Distanz ist enorm. Also ich glaube, das wird er nicht direkt machen. Kommen wir mal versuchen aus der Entfernung. Aber es ist natürlich schwer, von dort zu treffen. Er ist eigentlich ein guter Versuch, aber am Ende, ja, bin ich bei dir, ist das zu weit. Wieder ein guter Pass von ihm, nicht das erste Mal heute. Louis Cook, Salih Özcan. Ja, da gehen sie sofort drauf, holen sich den Ball. Da kommt die Anzeige zur Nachspielzeit, 3 Minuten gibt es oben drauf. Chance zur Flanke jetzt. Die nimmt er direkt. Ganz starke Aktion vom Torhüter. Jetzt der Eckball. Pfosten. Da ist der Ball drin. Klasse Eckball, sie machen das Tor. Da kam die Ecke klasse rein und der Abschluss passt. Hier nochmal der Treffer in der Wiederholung. Da hat alles gepasst. Ein toller Treffer. So, jetzt können wir uns den Treffer nochmal genau anschauen. Diesmal aus einer anderen Kameraperspektive. So viel können wir zu diesem Zeitpunkt wohl festhalten. Die Partie ist so gut wie gelaufen. Jetzt ist es vorbei. Der Schiri pfeift ab. Gelungener Start in die Saison. Die ersten 3 Punkte sind im Sack. Und das gibt natürlich erstmal Ruhe, Wolf. Jetzt wissen Sie, wo Sie stehen. Da ist nach langer Vorbereitung ja auch immer so ein wenig Unsicherheit im Spiel. Super gespielt, macht er mit der Hacke. Da ist er drin, ein tolles Tor. Jetzt sehen wir den Treffer nochmal und da hat er sich gut durchgesetzt. Jetzt der Eckball. Pfosten. Da ist der Ball drin. Klasse Eckball, sie machen das Tor. Da kam die Ecke klasse rein und der Abschluss...